Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute grillen wir mit der halben Familie sozusagen. Und da habe ich ja so auf Instagram abgestimmt. Also ich habe eine Umfrage gemacht und die Mehrheit war für, ich soll die Kamera mitnehmen. Deswegen tue ich das auch. Also wie gesagt, ich schaue immer, wie weit ich filmen kann. Ich habe mir gestern übrigens mal so ein Stirnband geholt. Sieht eigentlich ganz gut aus, habe ich gedacht. Das nimmt mir so meine Babyhaare oder die immer alle abstehen. Und ein Kleid habe ich mir gekauft. Das zeige ich euch auch einmal. Das ist einmal das Kleid. Das ist eigentlich ganz süß. Ja. Und ich habe mir eine Sonnenbrille geholt. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und meine Schwester sagte, irgendwie steht sie mir. So eine. Das sind ja eher so die Deko-Brillen, ne? Die hat jetzt auch nur 5 Euro gekostet. Und ja, deswegen. Das erste Mal, dass ich mir was selber gekauft habe, mal wieder seit nach der Schwangerschaft. So, ich mache gerade draußen das Wasser rein, schon mal für den Pool. Und dann habe ich mir bei Aldi für 7,99 so eine kleine Wasserrutsche gekauft. Zeige ich euch auch. Die habe ich mir mitgenommen. Hi! Brot. Was denn? Ein Brot. Ein Brot? Ja, nein. Nein? Du hast doch eben schon gefrühstückt. Ein Brot. Ja? Oder was meinst du? Hier ist Jayla, die freut sich schon ganz doll nachher. Jayla? Sag mal, hallo. Hallo. Sag mal, hi. Hi. Sag mal, ich habe... Wir haben... Eine... Eine... Wasser... Wasser... Rutsche. Rutsche. Genau. Und die bauen wir nachher auf. Die machen wir nachher im Garten, ne? Ich hoffe, die passt. Oder? Machen wir die nachher fertig? Was bitte? Ja, da ist das Wasser schon drin gleich, ne? Machen wir nachher, Jayla. Das muss ein bisschen aufwärmen. Okay? Ja, die machen wir auch gleich raus, ja? Okay. Klatsch ein. Sag ja. Ja! So, wir melden uns. Hallo, meine Lieben. Jayla schläft gerade, Sammy schläft auch gerade, Alena macht irgendwas oben und Charlie macht sich gerade ein bisschen fertig. Und ich wollte mal in der Zwischenzeit, weil es ja schnell gehen soll, wollte ich das einmal mir mal auf meine Beine sprühen. Also ich teste das jetzt einfach mit euch mal zusammen. Auf jeden Fall gut schütteln. Dose 15 cm vor der Haut entfernt halten, Spray direkt in die Innenflächen sprühen und gleichmäßig auf Beine und Füße verteilen. Vor dem Anziehen mindestens 60 Sekunden trocknen lassen, Hände mit Seife und Wasser abwaschen. So, das habe ich euch in meinem letzten Video gezeigt. Deswegen, falls ihr das noch nicht wisst, schaut gerne mal vorbei. Ich habe mir jetzt hier so ein Handtuch mal hingelegt. Einfach mal. Testen wir das jetzt einfach mal. Ich stelle euch mal woanders hin. So, hier ist übrigens ein Tattoo von mir. So, wir testen das einfach. Beine habe ich mal so ein bisschen rasiert. So, also wir schütteln das mal einmal richtig. Ich mache erstmal ein Bein. So sieht das aus. So. So, ich habe es einmal getestet. Und zwar, das ist das Bein, was ich jetzt eingesprüht habe. Und das ist das Bein, wo noch gar nichts passiert ist. Und wie ich sehe, es ist wirklich nicht scheckig und fleckig. Ich finde das ein super Mittel. Wie gesagt, wenn ihr mein anderes Video noch nicht gesehen habt, das ist von Sally Hansen, hat 14,99 gekostet, habe ich auch selbst bezahlt. Und ja, das kann ich auf jeden Fall mega empfehlen. Also wenn man wirklich mal rausgeht oder so und seine Beine nicht so gerne mag, ist es super. Also ich werde es auch nochmal vielleicht heute Abend einmal richtig testen, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Aber so auf dem ersten schnelle Welle-Dings war ich jetzt auch schon zufrieden. Also kann ich empfehlen.
das warm draußen. Also ich wollte euch gerade, ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil Sammy schläft. Deswegen gehe ich mit euch wieder in die Küche, in mein Lieblingsraum. So, ich habe ja diese Wasserrutsche gekauft bei Aldi für 7,99 € und die ist echt 6 Meter lang und irgendwie passt die gar nicht bei uns im Garten. Jetzt haben wir sie hinten ein bisschen zusammengeklappt und für die kleinen Kinder reicht das ja trotzdem. Die Großen können sie da halt nicht wirklich raufschmeißen und rutschen, aber wir hatten das vorhin schon mal ein bisschen getestet und Jana fand das trotzdem mega cool. Die pflanzt dann trotzdem drauf rum, rennt drauf rum und legt sich auch auf den Bauch und schmettert nach vorne und alles. Deswegen, das passt ganz gut. So, jetzt haben wir es mittlerweile gleich eins. In der Stunde kommt so die halbe Family her. Müssen wir den Grill noch rausholen, also aus dem Schuppen in den Garten stellen. Dann muss ich nachher die Sachen noch aus dem Keller holen. Also wir haben jetzt auch nicht special Sachen diesmal, weil wir haben meistens immer viel zu viel eingekauft. Jetzt haben wir wirklich so einigermaßen so eher so kleine Sachen besorgt. Das wird auch reichen, da wird man auch satt von. Genau, jetzt habe ich ein bisschen klar Schiff gemacht. Saugen wollte ich auch noch mal, aber jetzt schlafen alle gerade. Und wie ihr seht hier und hier ist immer noch angerissen, aber tut nicht mehr so weh. Kriege ich auf meinen Mund. So, deswegen jetzt mache ich erstmal die Kamera ein bisschen aus und dann nehme ich euch nachher einfach weiter mit, weil ich muss eh hier so flüstern. Deswegen bis später. So, jetzt haben wir die Grillsachen schon mal rausgeholt. Wir haben, was haben wir denn hier? Hähnchen mit Nutensteaks. Dann haben wir noch so Schaschlikspieße. Dann einmal sowas hier umwickelt mit Bauchspeck, so eine Würstelchen. Dann haben wir hier auch noch mal so eine Nutensteaks. Zweimal Geflügelwürstchen. Und dann haben wir Spareribs. Habe ich mir nochmal marinierte Garnelen mitgenommen. Dann haben wir noch zwei Kräuterbaguettes. Und ich habe mir schon mal Handschuhe angezogen. Ich mag das nicht so anfassen. Dann haben wir noch die Hähnchengrillplatte. Und dann haben wir hier noch so einen Krautsalat, einen Tzatziki und so eine Knoblauchcreme. Und meine Schwester macht noch einen Nudelsalat. We'll be right back.
aufgeräumt. Hier hinten steht der Grill. Hier ist noch das Planschbecken. Da habe ich da so Wasser rausgelassen. Da hinten auf den weißen Stühlen haben wir die Wasserrutsche einmal komplett sauber gemacht und einmal zum Trocknen hingehängt. Ansonsten ist jetzt hier fast alles wieder sauber. Ist jetzt 7:30. Und jetzt guckt Jilla noch so ein bisschen Fernsehen, schläft aber schon fast ein, aber die ist schon komplett bettfertig. Sammy döst da auch vor sich hin, der wird aber eh nochmal wach. Und ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.